Ich darf jetzt zum Auftakt des Tages zwei sehr gut Bekannte in der Open Access Community vorstellen. Paul Vierkant und Maxi Kindling, beide vom Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften der Humboldt-Universität, beide Mitglieder der DINI AG Elektronisches Publizieren, werden jetzt vortragen zum 2014 Census of Open Access Repositories in Germany, Austria und Switzerland. Dankeschön, Agathe. Kann man mich gut hören da oben auch oder noch lauter? Okay. Vielen Dank, dass Sie auch heute Morgen noch so zahlreich da sind. Wir waren, glaube ich, gestern die letzten beim Conference Dinner und heute die ersten. Glaube ich, wird es ein ganz, ganz guter Tag heute. Ich möchte beginnen mit dem Vorstellen des Zensus. Sie können die Präsentation jetzt schon auf Slideshare angucken, wenn Sie sich zu den einzelnen Folien springen wollen. Beziehungsweise die Poster, die dazugehörigen, die oben stehen, sind auch auf Zenodo. Können Sie sich schon angucken unter den jeweiligen Accounts. Um ein bisschen seicht und mit ein bisschen Trivia zu beginnen, wir haben eben in Deutschland und Österreich und Schweiz uns 173 Repositorien angeschaut und da auch viel auf Zahlen geguckt, aber das war so eine Sache, die uns immer wieder hochkam. Wie nennen überhaupt Repo-Betreiber ihre Repos? Das ist unser Best-of, wie man auch sein Repo nennen kann. Viel Fantasie und viel, Sie müssen sich wahrscheinlich selbst ein Bild machen, wie, was die Leute sich dabei gedacht haben. Wir fangen mal an mit der Methode oder dem Ursprung. Der 2012er-Zensus wurde vor 2 Jahren durchgeführt. Vor dem Hintergrund, dass gefühltes Wissen da war. Gefühltes Wissen darüber, dass wie Repositorien beschaffen sind, wo sie liegen, welche Software sie benutzen, welche Charakteristika sie haben. Und um aber dieses gefühlte Wissen mit Fakten und Zahlen zu untermauern, haben wir damals den Zensus durchgeführt, in einer deutlich kleineren Form. Und der wurde 2014 jetzt nochmal neu aufgelegt im Rahmen eines Projektseminars mit Studierenden zusammen. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, dadurch, dass wir so viel Manpower hatten, die Studie auszubauen, die von Januar bis März 2014 jetzt durchgeführt wurde. Die Studie unterteilt sich in 3 Bereiche, was wir auch 2012 schon gemacht hatten, qualitative Inhaltsanalyse der Webseiten der Repositorien. Und dann auch noch, also das war sozusagen die manuelle Komponente, dann die Metadatenvalidierung des DINI-Validators, wurden die Repositorien auf Standardkonformität mit dem DINI-Zertifikat 2010 überprüft. Das lief alles vollautomatisch ab. Und als dritten Teil hatten wir noch eine Online-Umfrage, die im Januar und also im Verlauf des Januars mehrmals an die Betreiber von Repositorien gesendet wurde, damit die Betreiber uns Informationen geben konnten, an die man so nicht rankommt. Welche Lizenzen werden unterstützt oder wie viele Vollzeitäquivalente werden für das Repo eingesetzt. Wir sind auf eben die Grundgesamtheit von 173 Repositorien in Deutschland, Österreich und Schweiz gekommen und an der Online-Umfrage haben immerhin noch 93 teilgenommen, insgesamt 81 dann in Deutschland. Wir haben innerhalb dieser Studie mehr als 50 Kriterien abgefragt, so ein kleines Subset kann man so leidlich erkennen. Kriterien, die ganz banal sind, wie welche URL hat es oder welcher Typ von Repositorium ist es überhaupt, aber dann auch zu Mehrwertdiensten, welche ob es OrgMetrix unterstützt oder ORCID. Aber dann auch eher strukturelle Sachen, ob es in CRIS integriert ist oder die Funktion einer Universitätsbibliografie hat. Und da ist so ein kleines Snippet hier, die Excel-Datei. Es waren knapp 25.000 Felder. Wir sind immer noch dabei, die Daten auszuwerten. Deswegen, wir haben gehofft, das jetzt zu heute publizieren zu können, die Forschungsdaten, was wir leider noch nicht machen können, weil es noch wir selber beim letzten Auswerten sind, aber im Verlauf des September werden wir die Daten frei zur Verfügung stellen auf 10 Euro. Und
Jetzt kommen wir sozusagen zu dem Überblick, welche Typen an Repositorien wir in den jeweiligen Ländern gefunden haben. Sie sehen, dass sie im Grundgesamtwert 173 ist und dass ja, disziplinäre nur in Deutschland vorhanden sind. Und dass ja rein von den Verhältnissen her Deutschland eben mehr hat. Wir haben uns auch das Wachstum angeguckt. Wir haben dort mit BASE zusammengearbeitet, die Zahlen der dort vorliegenden Items, Items deshalb, also ich rede nicht von Open Access Volltext Publikationen, weil wir nicht sicher sein können, dass alle Betreiber wirklich sich an den Ideal verhalten, dass sie über ihre OAI-PMH-Schnittstelle auch Open Access Volltext rausliefern. Um dieses heiße Eisen nicht zu sehr anzufassen, haben wir gesagt, okay, wir richten uns da nach BASE, die selber auch sagen, okay, ein ungefährer Prozentsatz, 70-80% ist, glaube ich, wie BASE es einschätzt, sind Open Access Volltexte. Und wenn wir darüber reden, ist in Deutschland ein Wachstum von 19% im Jahr 2013 zu verzeichnen, was ja ungefähr 150.000 Items entspricht. Dann haben wir einen Überblick gemacht, wir haben Größenkategorien gebildet, wie schon im 2012er Zensus. Es gibt kleine, mittlere und große. Kleine, die Repositorien, die beginnen schon bei 1 bis 1000. Mag man sich gar nicht vorstellen, aber das ist das Gros der Repositorien in Deutschland. In ebenso großer Anzahl sind die mittleren anzusehen, die bis 5000 gehen. Und dann die großen Repositorien, die ein Viertel circa ausmachen, aller deutschen Repositorien, meistens Fachrepositorien. Punkt, was man auch hier sehen kann, nochmal ein Überblick der Verteilung, dass ja zuvorderst die ja, von den institutionellen, die sind knapp 2/3 oder sogar 3/4 klein bis mittel, wohingegen bei den disziplinären eher die großen, also das, es gibt mehr große disziplinäre Repositorien anteilig als institutionelle. Und dann, was wir im 2012 nicht gemacht haben, weil wir uns damals nicht an das Definieren von Betreibertypen gewagt haben, weil es eine relativ schwierige Sache ist, die wir damals nicht konzeptionell hinbekommen haben, aber jetzt umgesetzt haben. Wir haben geguckt, welche Betreiber gibt es, also welche Betreibertypen. Und da haben wir uns, beziehen wir uns auf die Definition der HRK. Und haben auch dort von dort auch unsere Zahlen, die auf dem Zensusposter zu sehen sind, sodass man eine Abschätzung machen kann, von wie viel Universitäten zum Beispiel im Land Niedersachsen haben so und so viel ein Betreiben an Repositorien oder mehrere. Und da ist dann wieder dieses gefühlte Wissen, was bestätigt wird, dass bei der Fachhochschule es ziemlich dünn aussieht, wenn es dann in die Sphären der mittleren und großen Repositorien geht. Was heißt, dass Fachhochschulen fast ausschließlich kleine Repositorien betreiben. Bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist es relativ gleich verteilt und die Universitäten konzentrieren sich im mittleren Bereich. Dann haben wir geguckt, das soll nochmal zeigen, diese Skala soll zeigen, wie groß der Median ist, der Items, die in den Repo vorhanden sind. Und es zeigt auch, wie groß sind Repositorien überhaupt, je nach einerseits Repositorientyp auf der linken Seite, also disziplinäre Repositorien, die haben so um die 2500 Items drin, der deutsche Schnitt ist um die 2,2. Institutionelle Repositorien liegen darunter, gut mit 1,7. Und ganz unten in lila dann die FHs. Wenn Sie auf dem Poster gucken vom Zensus, das wir oben stehen haben, ich hatte mich auch gewundert und Maxi auch noch zweimal gefragt. Wir haben ja auch nach Institutionstypen aufgeteilt, die Top 3 der größten Repositorien. Und da gab es bei der FH, die ersten beiden hatten ungefähr 3.500. Und der dritte hatte dann 600 nur. Also nur. Und diese Zahl der FHs, die hat, glaube ich, einen durchschnittlichen oder einen Median von 110 Items pro Repo. Das heißt,
weit abgeschlagen hinter dem, was Universitäten bzw. außeruniversitäre Forschungseinrichtungen machen. Dann haben wir uns auch die Software wie auch in 2012 angeguckt. Wir haben die in Anführungsstrichen drei großen angeguckt und alle anderen Eigenentwicklungen oder Instanzen, die jetzt nicht dazu gehören, unter Other subsumiert und haben uns auch angeguckt, welche Institutionstypen betreiben denn überhaupt was. Und wir hatten schon im 2012er Zensus die Erkenntnis gehabt, dass Deutschland ein Opusland ist, was nicht ganz von ungefähr kommt, weil Opus ja hier geboren ist sozusagen. Aber dass Fachhochschulen hier 100% aus Opus bestehen, war uns auch neu. Kommt aber auch nicht von ungefähr, das ist jetzt eine Mutmaßung, weil ich mir gut vorstellen kann, dass die meisten der Repositorien von Fachhochschulen gehostet sind und ich glaube 98% aller gehosteten Repositorien sind Opus, weil die meisten Hoster Opus nur unterstützen. Bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen bzw. bei der Universität sieht es anders aus. Da ist es viel diverser. Wir kommen zum Dienstzertifikat. Da noch eine kurze Information. Das Dienstzertifikat 2013 ist seit gestern, kann man sich dafür anmelden. Da ist der Online-Fragebogen freigeschaltet worden. Genau, das ist das 2013er. Wir haben im Januar allerdings das noch nicht berücksichtigen können, eben weil 2013 noch nicht freigeschaltet war. Wir haben aber geguckt, wie viele Repositorien haben überhaupt ein DINI-Zertifikat und da bestätigt sich auch, was wir bei DINI uns gedacht haben, dass eher die großen Player bzw. die Institutionen, die auch was investieren können in die Community, ein DINI-Zertifikat haben. Deswegen verwundert ist auch nicht, dass nur 2 von 25 Repositorien ein DINI-Zertifikat haben. Mich wundert allerdings, dass außeruniversitäre Forschungseinrichtungen anscheinend nicht so viel Wert legen auf das DINI-Zertifikat wie Universitäten. Dann haben wir den eben von mir schon mal angesprochenen DINI-Validator angeschaut. Der liefert einen Score aus, der von 0 bis 100 geht und prüft auf Standardkonformität. Das heißt, die Metadaten werden über die UAE-PMH-Schnittstelle validiert. Da geht es dann gegen die Kriterien des DINI-Zertifikats, sowas wie ISO-Standards bei Dublin Core-Elementen, Sprache, Datum. Und da wird eben gegen das 2010er damals noch validiert. Und wir haben die drei Kategorien 0 bis 80 und 80 bis 90, 90 bis 100 gebildet. Und da ist eben zu erkennen, dass ja komischerweise die außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Großteil eher im 0 bis 80 Bereich liegt, was mich wie gesagt verwundert hat, weil ich hätte gedacht, dass da die Standardkonformität deutlich höher wäre als bei den anderen beiden. Dann, wie schon von mir erwähnt, die Frage, ob die jeweilige Instanz auch in einen CRIS oder in eine Universitätsbibliografie integriert ist. Hier nochmal zu beachten, es ist das Subset, das heißt nur die Leute, die an der Umfrage mit teilgenommen haben, also diese 81 hier. Und davon haben immerhin 19, bei 19 hat es die Funktion einer Universitätsbibliografie und bei 10 ist es in einen CRIS mit integriert. Und bei 5 hat es sozusagen beides. Und ich glaube, also das zeigt ein bisschen, wo der Weg hingeht. Damals hatten wir diese Frage nicht stellen können, weil wir in 2012 keine Umfrage gemacht haben. Aber ich fand es sehr interessant zu sehen, wie Themen wie CRIS aktuell sind. Genau, jetzt noch was zum Publikationsfonds. Der hatte mich schon in 2012 verwundert, weil ich mich gefragt habe, warum so in 2012 noch eine Mauer durch Deutschland ging, was die DFG-geförderten OA-Publikationsfonds angeht.
Da ging es darum, hat der jeweilige Betreiber einen Publikationsfonds jemals beantragt oder hat gerade einen laufen und in dem Programm OAP publiziert. Und da hat sich in 2 Jahren schon was getan, zuvorderst unter dem Weißwurst-Äquator, aber auch in Ostdeutschland mit Berlin und Sachsen. Warum immer noch die Institutionen im Nordosten zögern, das zu beantragen, vielleicht wissen Sie eine Antwort, Herr Fanny, ich kann es mir nicht genau erklären. Ich müsste jetzt auch bekennen, dass meine aktuelle Kenntnis wahrscheinlich der Zuordnung von Städten zu ostdeutschen Bundesländern nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Wir sind im Moment gerade in der Schlussphase der aktuellen sozusagen Entscheidungsprozesse. Und ich denke, dass 1 oder 2 Einrichtungen aus Ostdeutschland in diesem Jahr auch dazukommen werden, wenn der Hauptausschuss den Vorschlägen der Prüfgruppe folgt. Genau, also das ist richtig nochmal der Hinweis, das ist Januar 2014, also es kann sich jetzt in dem halben Jahr nochmal viel getan haben. Nichtsdestotrotz zeigt erstmal diese Übersicht von 2 Jahren, dass da schon mehr passiert ist, aber ich glaube noch Potenzial oder Platz nach oben ist. Wie gesagt, wir haben eine Menge an Daten, die wir die ganze Zeit auswerten und versuchen, den Schatz zu heben, was wir aber nur noch in Teilen machen werden können, weil wir selber nicht wissen, wo wir die Zeit dafür hernehmen sollen. Weil es dort, da gibt es so viele Aspekte zu gucken, eben welche, die für Betreiber interessant sind, ob sie, weil das treiben, die Betreiber fragen, wie soll ich eine Coverpage anbieten, wie aufwendig ist sowas, oder welche Persistent Identifier Systeme werden benutzt, brauchen wir überhaupt mobile Formate. Das werden wir alles leider nicht auswerten können. Wir haben uns diesmal bei diesem Zensus jetzt auch in der Präsentation auf dem Poster darauf fokussiert, was die Betreiber sozusagen beschäftigt. Weil in 2012 haben wir in den Fokus auf Mehrwertdienst gelegt, um zu gucken, was machen die Wissenschaftler, was wollen die, was brauchen die und was bieten die dahingehend überhaupt an. Und weil wir mehrfach angesprochen wurden, eben aus Leitungsebene zu gucken, ja, könnte man es auch für Niedersachsen machen oder können wir dann ein Subset bilden, um zu sehen, was ist der Stand der Dinge in dem jeweiligen Bundesland, haben wir dieses Jahr den Fokus auf Betreiberaspekte. Also. Genau, und weil wir das Problem haben oder vor der Herausforderung stehen, dass wir nicht alle 2 Jahre diesen Zensus wirklich verstehen, also wiederholen können, weil es ist eine enorme Aufgabe, also ein Kraftakt, sowas alle 2 Jahre zu stemmen, so eine Studie in der Größenordnung, kam die Idee auf, das zu verstetigen in Form einer Website, die gleichzeitig noch eine Metrik dahinter liegen hat. Dabei handelt es sich um ein Projekt am Lehrstuhl von Herrn Schirmacher, Informationsmanagement am IBI, und da geht es darum, basierend auf den Zensusdaten haben wir ein Ranking aufgebaut, das alle deutschen Repositoren, erstmal nur Deutsche, nicht die Österreicher und die Schweizer noch nicht, weil wir das schwierig fanden, gleich von Anfang an alle in einen Topf zu werfen, alle deutschen Repositorien zu ranken nach einer Metrik, für die wir einen ersten Aufschlag gemacht haben, aber von der wir wissen, dass es natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil wir haben 2 Jahre lange Erfahrung im Repo-Management. Aber trotzdem sind wir der Ansicht, dass die Entwicklung einer Metrik zur Erfassung und Bewertung von OA-Repositorien mit der Community gemeinsam passieren sollte. Das heißt, sie sollte möglichst transparent und offen sein. Wie die Offenheit passieren kann, das kommen wir gleich noch dazu. Sie finden die Seite unter repositoryranking.org und so sieht die Startseite mit aus, wenn man ein bisschen so nach unten scrollt. Da kann man sehen, also links den Rank, dann den Namen der Institution. Die Namen haben wir uns nicht ausgedacht, ich glaube, da war schon ein Tweet irgendwie, wir heißen ja ganz anders. Die Namen haben wir sozusagen aus Base genommen, wir haben einige Daten von Base bekommen und da haben wir die Namen übernommen. Und in den jeweiligen Spalten sind die Oberkategorien zu den 50 Kriterien, weil wir können da jetzt nicht 50 Spalten machen, wäre zu unübersichtlich geworden, sondern wir haben
die verschiedenen Kriterien in 6 Kategorien unterteilt. Also Value-Added Service, VAS, sind dann sowas wie bibliografischer Export oder Outmetrics zum Beispiel, haben unterschiedliche, also ja, die sind unterschiedlich groß, diese Kategorien, und haben am Ende, kann man da den Total Rank sehen. Das geht eben von 1 bis 152 nach unten. Und also zu dieser Übersichtsseite, die es am Anfang gibt, können Sie dann auf das jeweilige Repo klicken und dann kommen Sie zu der jeweiligen Profilseite, wie wir es nennen. Auf der Profilseite können im ersten Reiter, im Inforeiter, erstmal Informationen gesehen werden, überblicksartig. Das sind deskriptive Metadaten, wann es angefangen hat, was für ein Typ es ist, welche URLs, Base-URLs vorhanden sind. Ja, eher deskriptive Sachen, die nicht wirklich was in der Metrik zu suchen hatten oder die schwer bewertbar waren. Bei der Größe, wie gesagt, haben die Daten aus Base bekommen. Und dieses Tortendiagramm, das soll zeigen, wie prozentual, also je voller es ausgefüllt ist, desto mehr Kriterien wurden erfüllt und darunter sind die Totalwerte nochmal angegeben. Das ist der Inforeiter, der sozusagen einen Überblick geben soll. Jetzt hieß in diesem Falle von Econstor, die auf Rang 1 sind im Ranking. Und dort ist nochmal en detail aufgesplittet, wie in jeder Kategorie das jeweilige Repo gescored hat. Wenn man die Kriterien hovert, dann sieht man auch ganz genau, welche Definition dahinter liegt. Wir haben uns sehr viele Gedanken zu den Definitionen gemacht, weil es schwierig ist, wenn man ein Kriterium erfassen will, das kann ich auch aus meinem Projekt Re3Data, das ist sehr schwierig. Man muss ganz genau sagen, wo hört ein Kriterium auf und wo fängt es an. Deswegen haben wir da viel Wert drauf gelegt. Dennoch sind sie, wie gesagt, nicht der Weisheit letzter Schluss und bedarfen sicherlich noch weitere Überarbeitung. Trotzdem wollten wir die Transparenz darstellen, dass man für jedes Kriterium genau sieht, was die Definition und die Punkte sind. Das Wichtigste oder das Herz von OAR ist nicht so sehr das Ranking an sich, sondern die Metrik, die eben dahinter liegt. Dafür kann man auf den Reiter Metrik gehen und sich angucken. Hier gibt es ein kleines Barchart, dass Sie ungefähr sehen, wie die Verteilung ist der Oberkategorien, auf was sozusagen Wert gelegt wird. Und dann eben nochmal, für welches Erfüllen gibt es wie viele Punkte bei dem Kriterium. Sie sehen auch, dass es nicht nur eine 2014er Metrik gibt, sondern auch schon den Draft für eine 2015er Metrik, die auch schon manche Fehler, die wir selbst entdeckt haben, rausnehmen soll und die aber eben als Draft erstmal der Community zur Verfügung gestellt wird. Und das soll dann so funktionieren, dass im letzten Reiter, wie Sie sehen können, alle von Ihnen, von uns ermutigt werden, sich mit einzubringen, mit Ideen, wie man die Metrik verbessern könnte. Weil es könnte sein, dass für Fachrepositorien oder für manche Betreiber von, also wie FHs, die sagen, naja, wir würden gerne dieses oder jenes Kriterium eher sehen oder ein neues Kriterium haben wollen, eins raus haben wollen, andere Gewichtungen haben wollen. Dort kann man seine Idee submitten und dann voten. Also man hat irgendwie 10 Votes, das ist so ein Feedback-Tool, und sodass man, ja, dass wir sehen können, was die Community sozusagen am meisten will in der Metrik. Generell nochmal zur Metrik. Die Metrik des Rankings geht fast nicht und in der 2015er überhaupt nicht auf die Größe eines Repos ein, weil wir, wie es da oben steht, nicht auf die Größe eines Repos achten, sondern auf die Charakteristika, die es hat. Das war uns ganz wichtig, das ist auch der Ursprung des Rankings, zu gucken. Wir wollen gerne alle Repos verbessern, aber das in kleinen Schritten machen. Ich bin selbst Gutachter für das DINI-Zertifikat, ich finde es super, es ist eines der besten Gütesiegel, die es für Repositorien oder ja, Repositorien gibt in der Welt, aber es ist, viele Betreiber schrecken davor zurück, so einen großen Schritt zu machen, dass die Bewerbung, die Vorbereitung, ich selber habe das schon beantragt, es ist Arbeit in manchen Aspekten, aber es ist halt ein großer Schritt. Und beim Ranking
ist die Idee, okay, wir können kleine Schritte machen. Wir können diesen und jenen Service bieten, wir können da eine Schraube drehen und dann verbessert sich das einzelne Repo in kleinen Schritten, aber die gesamte Repositorienlandschaft eben auch. Deswegen, wie gesagt nochmal, es ist nicht quantitativ orientiert. Ich möchte auf jeden Fall erstmal allen danken, die daran mitgewirkt haben, nicht zuletzt die Studierenden und auch Dennis Ziege, der nochmal sich für den Validator ganz stark eingesetzt hat. Ja, und ich bin gespannt auf die Fragen. Vielen Dank. Dankeschön.